Marco Schreuder. Ich bitte darum. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin. Also ich finde der ORF, ich hoffe, Sie haben, der ORF hat diese Rede der Frau Ministerin aufgezeichnet. Also manchmal könnte im Bundesrat eine Rede ja durchaus auch Schlagzeilen machen. Also ich höre das erste Mal so eine deutliche Ansage, dass Vermögende ihren Beitrag leisten sollen für das Reformpaket, das geplant ist. Also wir sagen das ja schon seit langem, die SPÖ sagt das auch schon seit langem. Also wenn sich da eine Bewegung auftut, dann bin ich mal neugierig, welche. Weil ich hatte in der letzten Zeit den Eindruck, man sollte die Regierung mal in ein historisches Seminar schicken und einmal studieren lassen, wie Roosevelt das mit dem New Deal gemacht hat in den 30er Jahren nach der Wirtschaftskrise, als er auch Sachen gesagt hat, wie, ich meine, damals gab es eine Vermögensteuer, wenn man das heute einführen würde, was Roosevelt damals gab, ich glaube von 70% oder irgend sowas, dann würde man heute als Marxist dastehen. Das sage ich jetzt eh nicht, dass man das tun soll, aber er hat in den USA damals gesagt, und das war ja vollkommen richtig, Arbeit muss sich mehr lohnen als Spekulation. Und er hat gesagt, dass in Infrastruktur investiert werden muss, weil es Beschäftigung schafft. Und ich freue mich natürlich, und da haben Sie recht, über die hohe Beschäftigungsquote in Österreich, aber in einem gemeinsamen Markt, in einem gemeinsamen Europa, das hoffentlich im Übrigen nicht nur eine Wirtschaftsunion und eine Fiskalunion ist, sondern demnächst auch eine Sozialunion, sind mir die hohen Arbeitslosenquoten von Jugendlichen in anderen Staaten wie in Spanien nicht egal. Und natürlich hat das Auswirkungen auf Österreich, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja von Seiten der Grünen eigentlich recht offen, transparent und klar gesagt, wie wir uns das vorstellen, wie wir glauben, dass man in diesem Land einsparen kann, viel Geld einsparen kann, und zwar so eine Mischung zwischen gerechteren Steuern, ökologischeren Steuern, Strukturreformen und Investitionen in die Zukunft. Die Investitionen haben Sie genannt, das höre ich sehr gerne, sage ich ganz offen. Ich höre gerne, dass Investitionen in Forschung, Innovation und Bildung geplant sind. Das ist eine der größten Herausforderungen dieses Landes, überhaupt keine Frage, die allerdings nicht nur eine Strukturreform, sondern in Bildungsfragen sicher auch eine inhaltliche Reform sein soll. Aber wir haben relativ klare Vorstellungen. Und der Herr Landeshauptmann hat in seiner Rede natürlich schon recht. Die Zeiten von Klientelpolitik, gerade in diesen Fragen, sind vorbei. Wir dürfen jetzt nicht uns einigeln und gerade große Parteien machen das halt sehr gerne und verkrustete Klientelpolitik machen, zugunsten ihrer eigenen Wähler, Wählerinnen. Es wurde gesagt, nächstes Jahr wird schon wieder gewählt. Das heißt, dann macht man lieber für seine Wählerschaft etwas als für das Gesamte. Das gilt im Übrigen für die Länder natürlich genauso. Und davor warne ich ausdrücklich. Die Reformen, wie wir sie uns vorstellen, die bestehen aus drei Punkten. Strukturreformen, das heißt Ende von Verschwendung, Schritte zu einer ökologischen und einer sozialen Steuerreform, Investitionen in die Zukunft. Die Strukturreformen, es ist gesagt worden in den Zeitungen, ich wiederhole es gerne, kein Mensch in Österreich braucht 19 Krankenkassen. Eine Krankenkasse in diesem Land reicht. Kein Mensch braucht Doppelgleisigkeiten bei Föderalismus, braucht diese Doppelgleisigkeiten, doppelte Zuständigkeiten, besonders im Gesundheitswesen, gehören abgestellt. Und Pensionsversicherungen kann man im Übrigen auch zusammenlegen. Und die Schulverwaltung, das wurde aber eh gesagt, dass da was geplant ist, das ist reformierbar und das Ganze ist möglich, ohne dass es für den Bürger und Bürgerinnen zu irgendeinem Leistungsverlust kommen würde. Es gibt 599 Vorschläge seitens des Rechnungshofes, die muss man sich genau anschauen, ich sage nur Wetterdienste. Aber zusammengerechnet, ja, auch Kleinvieh macht Mist, das weiß jeder, der selber einen Haushalt führt. Ja. Und wir brauchen gerechte und ökologische Steuerreformen und Abbau von Steuerprivilegien für Agrardiesel, für Dienstautos, für Kerosin. Kein Mensch versteht, warum es das gibt. Wir brauchen Vermögensteuern. Wer sich die Vermögensverhältnisse, wir haben das hier schon oft gesagt, kennt, weiß, dass es anders nicht geht. Denn wer hat denn auch profitiert von den Bankenrettungen und von eigentlich Spekulationsrettungen auch? Ja. Und natürlich braucht es neben der Investition in die Bildung auch Investitionen in die Ökologie.
Weil eine Krise gibt es immer noch und die wird noch viel nachhaltiger bleiben. Das ist der Klimawandel. Und die Krise ist auch eine Chance, jetzt zu investieren, um gleich eine zweite Krise mitzunehmen sozusagen. Die Krise, krankreden, bringt nichts. Die Krise als Chance sehen, bringt mehr. Reden wir aber auch noch über den Finanztransaktionssteuer. Der Sarkozy führt es jetzt in Frankreich ein, im Alleingang. Österreich könnte sich doch dranhängen. Vielen Dank. Thank you.